So, wir haben ja mal vor kurzer Zeit schon angekündigt, dass wir euch eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit, SimCity zu spielen, vorstellen wollen. Und das tun wir jetzt mit diesem Video. Und zwar sind wir hier in der Region Simpolis. Und was das genau ist, dazu haben wir uns mal einen kleinen Gast eingeladen. Und zwar ist das der Crusco, dessen Stadt ich hier gerade mal offen habe, sozusagen. Sag Die mal uns von Hallo. oben Guten zeigst. Abend. Guten Abend, da ist er. Genau, und Und das sie ist natürlich ist. auch dabei, da hört man sie. Ja, klar, geht ja nicht ohne. Ein Mann ist ja nichts ohne sein Frauken, ne? So, jedenfalls ist der Crusco auch schon einer der Mitschuldigen an diesem ganzen Projekt. Gleichzeitig ist das aber auch der wunderbare Hartz IV. Und jedenfalls die Übrigens, ich wollte noch beiden. mal kurz sagen, das ist ein fantastischer Name. Natürlich. Natürlich, ohne Gerhard Schröder wäre das alles nicht passiert. So, jedenfalls haben die beiden das im Grunde erfunden und auch geplant und da hängt jede Menge Arbeit mit drin und natürlich auch Spaß und Kreativität. Also es ist ein ganz, ganz neues Projekt für sehr, sehr viele Leute, die halt auch zum Beispiel sagen, ja, mir ist so ein bisschen langweilig geworden mit SimCity und da gibt es ja, glaube ich, wahrscheinlich schon fast wieder einige von. Das Ganze bietet euch eine ganz neue Möglichkeit, das ganze Spiel mal so zu entdecken und auch mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Und zwar heißt Simpolis, wie ihr euch eventuell so ein bisschen denken könnt, im Grunde, dass wir so ein bisschen Politiker bzw. Kanzler spielen. Das heißt, wir haben halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen durch Regelungen, weil ihr entscheidet meistens nicht alleine, sondern immer im Team, also immer zusammen in der Region. Das Ganze läuft auch furchtbar demokratisch ab, weil, nö, machen wir ja, wir sind ja noch nicht in der Diktatur gelandet. Das heißt im Klartext, wir haben verschiedene Mitspieler, die in dieser Region natürlich mitspielen. Und die haben ab und zu immer wieder mal die Wahl, wer denn gerade Kanzler sein soll in der Region. Der erste Genau einmal die Kanzler, Woche. genau, einmal die Woche, Dankeschön. Wenn du vielleicht einmal kurz raussuchen könntest, könnte ich auch zeigen, wer hier unser erster Kanzler ist. Ja. Das ist nämlich der Medes, wenn ich mich nicht vertue. Genau, hier ist seine Stadt. Genau, deswegen liegt hier auch in der Stadt, weil es ist die erste Hauptstadt, die wir hier im Grunde haben. Ja, Das das sieht man ist. hier auch schon am Stadtnamen Capital of Simpolis. Genau, wunderbar. Deswegen hat er auch die Stadt in der Mitte bekommen, weil Zentrum und so weiter. Ja, wie der Crossbow gerade schon gesagt hat, einmal die Woche wird der Kanzler neu gewählt. Wir haben das Ganze auch so gemacht, dass im Grunde jeder seine Partei hat und diese Partei im Grunde auch entwerfen kann mit Parteiprogrammen und allem drum und dran, was ihr euch vorstellen könnt. Also da könnt ihr eurer Kreativität absolut freien Lauf lassen. Da könnt ihr Sachen beantworten wie, wofür steht ihr? Was wollt ihr mit der Gesellschaft anfangen? Was ist euch im sozialen Bereich wichtig? Was ist euch andererseits beim Gewerbe wichtig? Wie sieht's aus mit Industrie? Wollt ihr überhaupt Industrie haben? Wollt ihr nur die kleine Industrie bei euch in der Stadt haben? Oder ist euch auch die Hightech wichtig? Wie sieht's aus mit Bildung? Wie sieht's aus mit Gesundheit? Also alle Themen, die im Grunde für die Gesellschaft relevant sind, sind hier ebenfalls gefragt und müssen von euch auch beantwortet werden. Ihr sollt euch also wirklich Gedanken machen, wie die Stadt aufgebaut sein soll, wenn ihr Kanzler seid. So, in diesem Fall haben wir halt die FSP, wenn ich mich nicht vertue, an der Macht. Die wunderschöne kleine Partei. Was Das heißt denn Ganze ist FSP? die Freie Sims-Partei, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja? Ja, ich gehe davon aus, das ist doch bestimmt an FDP Ich guck angelehnt. kurz nach, ja. Muss auch mal nachgucken. Doch, Ja, also es ich konnte sich wette ja jeder eine daran. Partei ausdenken und wir haben uns natürlich auch eine ausgedacht. Ja, natürlich. Ja, und es gab jetzt schon so viele, unendlich viele sozialistische Ja, Parteien, genau, die wer sich braucht so einen davon. Dreck? Ja, Wer und da braucht haben wir das uns Zeug? gedacht, ja gut, auf sowas, ja, wie soll ich sagen, also Ja, also es ist. Altbackenes, altparteientechnisches haben wir eigentlich keinen Bock. Und Genau. ja, dann dachten wir uns einfach, nehmen wir einfach was Grünes, ne? Und das gab es eigentlich auch noch gar nicht. Das hat noch keiner einen Vorschlag gemacht, eine grüne Partei da reinzusetzen. Und das haben wir Genau. dann einfach mal getan. Es ist natürlich allerdings nicht vorgeschrieben, dass ihr euch an irgendwelchen bestehenden Parteien, die es in Deutschland oder sonst wo gibt, so unbedingt orientieren müsst. Also ihr könnt auch von mir aus irgendwie die Hippie-Partei erfinden oder irgendwas. Das Oder die ist Pipi-Partei. völlig egal. Es Ja. ist so, es ist euer Ding, für welche Partei ihr steht und was ihr so machen möchtet.
weil nichts ist ausgeschlossen. Das ist alles eure Wahl. Ja, wie ich auch schon erzählt habe, ihr habt alle euer eigenes Wahlprogramm und das Ganze wird demokratisch gewählt. Was im Klartext heißt, ihr selber dürft euch die Stimme nicht geben, ihr werdet von der Gesellschaft gewählt. Ob ihr dafür nun Werbung macht oder nicht, ist euch selber überlassen, aber so ist das ja immer. So, dann haben wir das Ganze, dass derjenige, der natürlich gerade Kanzler ist, im Grunde ein bisschen die Macht hat, aber natürlich auch nicht über alles. Das heißt, er darf auch nicht wiederum alles entscheiden, was ihm so lieb und teuer ist. Und ansonsten machen wir das Ganze auch immer sehr demokratisch. Das heißt, es gibt einen Antragszettel. Wenn ihr also wichtige Sachen bauen möchtet, wie jetzt irgendwie... Kraftwerk. Ein Kraftwerk oder... die große Wasserpumpe oder eigentlich so ziemlich jedes größere Teil. Meine Katze bringt mich gleich um. Katze? Also im Grunde jedes größere Gebäude, was ihr euch so vorstellen könnt, was auch durch die Rathauserweiterung so dazukommt, dafür müsst ihr erst einen Antrag stellen. Das dürft ihr nicht einfach mal so bauen, sondern halt nur die kleinen Versorgungseinheiten, die gehen. Alles andere muss beantragt werden und im Folge dessen natürlich auch. Ja, es muss auch freigeschaltet werden. Genehmigt werden. Und genau, natürlich genehmigt. Müsst ihr euch auch immer an euer Parteiprogramm halten. Das heißt, wir haben jetzt die WLC. Was heißt WLC? Das ist so ein toller Name, den hast du dir ausgedacht. Genau, wir sind die Wir-lieben-Chlorophyll-Partei. Genau, und deswegen wäre es natürlich jetzt nicht so gut, wenn wir jetzt auf einmal total auf Industrie bauen und wir bauen hier jetzt ein Kohlekraftwerk nach dem nächsten hin. Nein, wir müssen uns natürlich jetzt auch an unser Parteiprogramm halten und auf erneuerbare Energien setzen. Genau. Wie gesagt, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr schränkt euch im Grunde freiwillig ein. Aber das Ganze macht das ganze Spiel natürlich auch wiederum interessanter, weil es dadurch einfach mal ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller wird. Ja, was wir ansonsten noch dabei sagen müssen, damit das Ganze nicht so hier in 0, nichts fertig ist und hier, ach, ich brauche Geld, ich schalte mal auf ganz schnell und dann passt das schon alles. Nein, wir spielen konsequent nur im Schneckentempo, das heißt nur in der untersten Geschwindigkeitsstufe, weil, ne, es soll ja auch anstrengend sein und es soll nicht irgendwie nach 5 Tagen oder wie die meisten gerne sagen, nach 2 Stunden ist alles voll. nein, das Ganze wollen wir nicht. Es soll alles langsam geschehen. Ihr sollt euch ja auch Gedanken machen, sowohl beim Bau eurer Straßen, eurer Stadt und so weiter und so fort. So. Dann, damit natürlich auch nicht jeder macht, was er will, guckt der Crasco und der Hartz IV natürlich ab und zu rein und guckt nach dem Rechten. Vorsicht, Wortspiel. Apropos, da habe ich gerade mal eine Frage an den Crasco. Dafür bin ich da. Ja, ich habe jetzt hier die ersten Straßenzüge gebaut, die übrigens verdammt geil aussehen. Ich muss mir selber auf die Schulter klopfen. Ja, warte. Ach, ja, hervorragend. Gott, bist du geil. Ja. und die ersten Häuser stehen und mein Wasserlämpchen blinkt jetzt hier knallerot. Darf ich jetzt einfach so eine Pumpstation bauen oder muss ich dafür auch eine Genehmigung einholen? Nein, eine Pumpstation darfst du bauen. Das sind diese einfachen Versorgungsgebäude, besser hätte ich sich erklären können, können erstmal selbst gebaut werden. Wenn es um die größeren Sachen geht, die Wasserstation, wie heißt die große Sache, die Wasserpumpstation? Pumpstation, ja. Genau. Die muss dann wiederum beantragt werden. Oder wenn es ein Spieler der Region beantragt und der Kanzler es einmal öffnet, dann dürfen wir es auch alle. So, wie sieht das jetzt aus? Ich habe keinen Bock, selber Wasser anzubauen. Ich kann ja jetzt auch nicht einfach einhergehen und sagen, ach, ich drücke hier einfach mal jetzt in der Regionsansicht auf Kaufen bei einem Nachbarn. Das geht ja jetzt auch nicht so einfach, oder? Da muss ich auch erst mal fragen, darf ich das, einen Antrag stellen oder nicht? Also du darfst es wirklich einfach machen, du darfst einfach einkaufen. Allerdings haben auch nicht alle, glaube ich, das freigeschalten, dass man kaufen kann. Na, das ist aber eigentlich kein Problem. Das soll ja auch gefördert werden. Natürlich ist das Schöne, wenn man vorher schreibt und fragt. Okay. Aber an sich kannst du das auch einfach machen. Ah, ja, okay. Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine Pumpstation baue, den Haken zu setzen, in der Region irgendwie verkaufen oder so. Ne? Und wenn jetzt ein Bürgermeister sagt, ja, ich lasse dich drin, dann ist das ja eigentlich auch eine Zustimmung dafür, die er an den anderen Bürgermeistern gibt. Hier, nehmt das Wasser, ne? Genau, sieht das aus. Und an dem Kanzler liegt es halt, dass er halt ein bisschen auch vielleicht auch Absprachen zu treffen, dass nicht jeder so ein Gebäude baut und dass man sich vielleicht auch einteilt, dass zwei das bauen und zwei dafür Abwasser oder so. Ja. Also der Kanzler soll auch so eine Art Regulierungsfunktion einnehmen, dass er eben auch mal guckt, wie das besser verteilt werden kann in der Region.
Genau. Da ist es übrigens, was die Entscheidungsgewalt angeht, das haben wir jetzt in unserem Fall zum Beispiel. Der Kanzler wird natürlich selbstverständlich gewählt, aber soweit ich das verstanden habe, oder in unserem Fall ist das so, kann er sich auch einen kleinen Koalitionspartner in Anführungsstrichen aussuchen. Weil wir wurden zum Beispiel jetzt von den Mädels gefragt, ob wir, glaube ich, die Versorgung oder so mit übernehmen und Versorgungsminister sind. Genau, also wir sind quasi der Vizekanzler im Moment für diese Legislaturperiode. Und also sämtliche Anträge zum Thema Wasser, Abwasser und so, die werden jetzt natürlich an uns gestellt und wir müssen die genehmigen wir haben auch das Recht, die abzusagen. Also zu sagen, nee, darfst du nicht bauen. Genau. Also wenn ihr zum Beispiel sagen solltet, nee, so viel Zeit habe ich nicht und ich traue mich auch vielleicht noch nicht so, mich so um alles zu kümmern, hier sorgend Mädchen für alles zu sein. Nein, dann liegt es natürlich in eurem Ermessen, im Grunde dann halt auch dafür zu sorgen, dass ihr euch Unterstützung noch sucht dazu. Allerdings kommt das natürlich nicht immer so gut an. Dann können die anderen Parteien natürlich kommen und sagen, boah, nee, guck mal, der schafft ja gar nichts alleine. Was für eine Partei, geht ja gar nicht. Versuchen wir beim nächsten Mal nie wieder zu wählen und so weiter. Darf ich ein Rathaus bauen? Ja, natürlich. Okay. Also da haben wir natürlich auch so richtig Wahlkampf. Ne? Das ist auch ganz lustig, das macht das Ganze immer ein bisschen spannender. Und was auch noch wichtig ist, das Ganze ist noch nicht so ganz fix. Also wir haben noch nicht alles ausprobiert und geklärt und so weiter, weil da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Das Ganze befindet sich nämlich einfach noch in der Testphase. Wir machen das Ganze das erste Mal. Es ist natürlich schon vieles geklärt und gemacht, aber wie gesagt, vieles lernt man auch erst dadurch, dass man es ausprobiert. Lilly, meine Frette. So. Wie gesagt, aber wir versuchen das alles oder vor allem halt Hartwig und Krasko versuchen das auch ein bisschen zu beobachten und das Ganze auch zu verbessern und immer wieder euch neue Möglichkeiten zu geben und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn ihr das schöne neue Add-on schon habt, wird natürlich da auch versucht, das irgendwie zu integrieren. Also nicht, dass es jetzt irgendwie völlig rausfällt und ihr braucht das gar nicht, weil wenn ihr das schon habt, wollt ihr es natürlich auch ausprobieren. Kann man ja verstehen. Lilly, meine Güte. Aber allerdings, noch ist es nicht erlaubt. Bitte keine Zukunftsgebäude bauen. Die Idee dahinter ist auch, dass wir erstmal in normale Städte bauen wollen, in normalen Regionen. Und dass man dann vielleicht sagen kann, okay, wenn die Mehrheit dafür ist, gehen wir jetzt gemeinsam in die Zukunft im Prinzip. Genau. Ja, das ist auch cool dahinter. Also wie gesagt, im Grunde kann ich halt nochmal auf den Satz verweisen, den ich vorhin schon mal getätigt habe. Die grundsätzlichen Sachen, die jeder da hat und jeder freigeschaltet hat, also am Anfang zumindest, die können gebaut werden und alles andere, was irgendwie erst geschaffen werden muss oder bewilligt werden muss oder was auch immer, das muss natürlich auch alles erst vom Kanzler bewilligt werden und genehmigt werden. Natürlich kommt es jetzt auch vor, dass man Spieler keine Lust mehr hat, weiterzuspielen. Und für den Fall ist es natürlich so, dass man seine Stadt aufgeben muss, damit halt jemand anderes weiterspielen kann. Weil es wäre schon extrem ärgerlich, wenn man sich jetzt hier die Mühe macht für so ein Projekt, sag ich mal, und da ist ja nicht, steckt ja nicht gerade wenig Arbeit hinter. Und dann auf einmal ein, zwei Spieler anfangen, die Region zu verlassen und die Städte aber beansprucht lassen. Und genau. Was aber wiederum heißt, wenn ihr da mal irgendwann total Interesse dran habt, aber die ganze Stadt ist, die ganze Region ist voll, das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt von vornherein komplett ausgeschlossen seid oder so, um Gottes Willen. Es kann natürlich auch sein, dass halt einer sagt, nö, hab keine Lust mehr, hab keine Zeit mehr dafür. Dass derjenige dann seine Stadt aufgibt, das heißt, ihr habt wahrscheinlich immer wieder die Möglichkeit, eine Stadt zu bekommen. Und wenn das also Ganze zur Zeit haben wir auch noch einen Platz frei natürlich. Ne, wenn ja, genau. Ja, man sieht das und schon. Man denkt, Mensch, das ist interessant. Ja. Über simcityforum.de findet man das Ganze und dann kann man da vielleicht auch eine Stadt beanspruchen. Den Link tun wir euch natürlich, oder ich glaube, er ist auch generell immer bei uns. Der ist in jedem Let's Play ist da drinne. Genau. Der Link zum Forum. Aber ich denke, wir packen auch nochmal direkt zu dem Unterforum den Link mit in dieses Video. Im Übrigen könnt ihr im SimCity-Forum auch nochmal alles nachlesen. Also da steht auch nochmal alles drin, was ich euch hier lange erzählt habe. Also wenn ihr sagt, so boah, der Alten kann ich nicht mehr zuhören, könnt ihr das Ganze auch ganz einfach nachlesen. Wie gesagt, Link ist unten in der Infobox und dann sollte das klappen. So. Ja, soweit. Genau, ich glaube, soweit. Ja. Dann würde ich einfach nur noch mal fragen,
Ja, warum machen wir das denn jetzt eigentlich so? Also im Grunde, warum habt ihr euch jetzt vom SimCity Forum dafür entschieden, sowas einfach mal auszuprobieren? Oder wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Also durch das Forum merken wir ja, wie viele Leute ständig Regionen suchen und dass immer wieder neue Regionen sind. Also man trifft sich zusammen und spielt einen Abend und es war cool, aber man spielt die Region im Prinzip sehr selten weiter. Das ist in der Regel eigentlich so der Fall. Wir haben uns überlegt, Mensch, wie können wir das denn ändern, und sind dann darauf gekommen, dass so ein bisschen auch der Anreiz fehlt, länger zusammenzuspielen. Wir wollten das halt so ein bisschen politisch machen und so ein bisschen in einem Story-Modus verfassen. Mhm. So kam man dann darauf, dass wir irgendwann mal abends MTS, wie man das so kennt, irgendwann darauf kommt, einfach mal ein bisschen rumgesponnen hat, mal ein bisschen so drüber gesprochen hat, und irgendwann wurde es halt dann konkreter. Und dann hat man gesagt, Mensch, das schreibt man mal auf, da kümmert man sich mal länger drum, und dann ist es so lange so nach und nach gereift, die ganze Sache. Ja, schön. Was habt ihr denn jetzt so bisher erfahren? Also war denn da die Resonanz eher groß oder war sie jetzt am Anfang erstmal relativ bescheiden? Also wir waren überrascht, dass sich nicht mehr beworben haben, als wir Plätze hatten. Das scheint aber daran zu liegen, dass man sich natürlich sehr strengen Regeln auch unterwerfen muss. Ne? Man gibt sich schon sehr in die Hand des Kanzlers im Prinzip und muss dem ja auch Folge leisten und schränkt ja seine Freiheit da ein bisschen ein. Aber wir glauben, dass das die Leute nachhaltig interessiert, da wir auch im Forum sehr viel dann schreiben. Zum Beispiel, wenn der Kanzler sagt, er macht einen Minister, wie euch zum Beispiel, dann gibt es natürlich in anderen Parteien auch genug Angriffsfläche, dagegen vorzugehen. Ja, das haben wir ja auch erlebt. Spielerisch. Genau, und die anderen denken sich da vielleicht, Mensch, die haben so viel Spaß am Spielen, da will ich vielleicht mal mitmachen. Mhm. Und vielleicht sind das ja gerade die Regeln, die eigentlich Spaß machen, dass man sich eben so ein bisschen absprechen muss und sich so ein bisschen gegenseitig auch bekämpfen muss. Interessant wird es ja dann auch, wenn es um Wiederwahlen geht. Das heißt, der Kanzler kann natürlich auch sagen, nö, ich spiele nur mein Wahlprogramm und was die anderen denken und wollen, ist mir egal. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass er dann nicht wiedergewählt wird in der nächsten Legislaturperiode. Genau, das soll auch den Anstoß ein bisschen geben. Genau. Also das halte ich im Grunde so für das Wichtige. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, so, boah, der jetzt dran ist, der ist so schlimm, also es geht gar nicht und finde ich so ätzend und ist genau im Gegensatz zu dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, jetzt mit meinem Wahlprogramm, dann habt ihr eine Woche Zeit, um das ganze Elend mitzuerleben und könnt dann sagen, boah, ne, jetzt wird er erstmal ordentlich abgewählt, wie wir das jetzt gerade auch bei der FDP in Wahrheit gemacht haben. Nur noch mal so als kleiner Seitenstoß. jedenfalls, dann habt ihr natürlich wieder die Chance. Also eine Woche ist jetzt nicht unbedingt lang, die geht verdammt schnell rum. Dann kann das Ganze natürlich wieder neu gewählt werden. Und wenn ihr sagt, oh ja, ich will jetzt aber mal ran, ich habe da voll das Zeug zu, ich will selber entscheiden, ich will Kanzler sein, dann könnt ihr natürlich verdammt viel Werbung versuchen zu machen für euch selber. Und dann seid ihr vielleicht der nächste Kanzler und habt das Sagen über Simpolis. Also das Sagen in Anführungsstrichen, aber sagen wir mal so die Oberhand. Mhm. Ein klein wenig genau. Zumindest. Bekannt wird es dann eben ganz, oder dann im Gänze, wenn dann der Kanzler wechselt, weil natürlich ein anderer Kanzler auch andere Gebäude erlauben kann und andere Gebäude wieder schließen kann. Genau. Wenn also der Kanzler Mattis zum Beispiel jetzt sagt, das Kohlekraftwerk, das Kohlebergwerk zum Beispiel, das erlaube ich. Und der Nächste sagt, ich bin Öko, das wird sofort wieder abgeschalten. Dann muss natürlich der Spieler, der das gebaut hat, auch abschalten. Ne? Ja. Er darf es nicht abreißen oder soll es nicht abreißen, aber er muss es zumindest ausschalten und dann natürlich versuchen, innerhalb der Woche irgendwie Zustimmung zu bekommen, das wieder aufzumachen oder im Endeffekt dann die nächste Wahl zu gewinnen. Mhm. Genau. Oder wenn jetzt der übelste Kapitalist beispielsweise auf einmal reinkommt und sagt, ja, ich will aber jetzt den Steuersatz mal richtig nach oben prügeln und sagt, ja, alle erhöhen jetzt die Steuern auf 14% für die Reichen, dann kann es natürlich auch zu Problemen kommen. Genau. Und das ist dann auch wieder ein Reiz, wie für den Bürgermeister dann jeweils, wie geht er damit um? Wie handelt er das in seiner Stadt? Genau, muss ich vielleicht meine Stadt dann umbauen? Muss ich andere Gebäude vielleicht ausmachen? Muss ich auf eine andere Einkommensschicht setzen? Ja. Und somit wollen wir erreichen, dass man einfach langfristig Spaß am Spiel hat, weil man die Stadt immer wieder überarbeiten muss. Man muss immer wieder darauf reagieren, was andere Kanzler für Vorstellungen haben. Mhm. Das macht das für uns so reizvoll, vielleicht daraus mal wirklich mal eine langfristige Region zu machen und nicht immer nur so kurze Regionen. Genau. Im Generellen, wie mache ich das denn dann? Also wenn ich jetzt, der Kanzler ist gewählt und dessen Wahlprogramm steht komplett im Gegensatz zu dem, was ich selber mir ausgedacht habe. Steht dann wirklich das Wahlprogramm von dem neuen Kanzler komplett im Vordergrund und ich vergesse mein Wahlprogramm für die Zeit, in der derjenige Kanzler ist? Oder wie funktioniert das?
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der neue Kanzler zum Beispiel sagt, boah nee, grüne Energie, total schlimm, dürft ihr alle nicht bauen. Und ich selber habe mir A2-Programm aber auferlegt, ich darf nur das bauen. Dann habe ich ja einen Gegensatz. Dann hätte ich summa summarum im Grunde gar keine Energie, weil ich darf das eine nicht und das andere habe ich mir selbst als Pflicht auferlegt. Wie mache ich das denn dann? Also das Wahlprogramm ist natürlich erstmal gar keine Partei, ist wie in echt auch, ne? Was ich vor der Wahl verspreche, jucken muss mich danach nicht mehr jucken, das haben wir ja bei der FDP auch erlebt, um bei dem Thema zu bleiben. Das heißt, im Endeffekt, ihr müsst euch überlegen, wie könnt ihr das am Laufen halten, wie braucht ihr Strom? Wenn allerdings der Kanzler sagt, grüner Strom ist nicht mehr, dann müsst ihr in den sauren Apfel beißen und für eure Stadt eben erstmal ein Kohlekraftwerk aufbauen, um halt die Woche halt auch Strom zu haben. Dann aber natürlich im Gegenzug dazu schon mal in der ganzen Woche versuchen, irgendwie Verbündete in der Region zu finden, die sagen, das kann ja gar nicht sein und das geht ja nicht. Und das eben dazu dagegen vorzugehen. Das heißt, da kannst du natürlich das sagen. Und man selber hat ein Wahlprogramm, das heißt, man baut seine Stadt nach den eigenen Ideen. Aber der Kanzler kann natürlich immer in die Quere kommen mit anderen Vorstellungen. Mhm, okay. Dann ansonsten, ja. Wie mache ich das denn dann jetzt über das SimCity-Forum? Wie kann ich da so kommunizieren? Ich glaube, du kannst es vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, falls es hier Zuhörer geben sollte, die jetzt überhaupt sich nichts so wirklich drunter vorstellen können oder das einfach nur nicht kennen. Wow, ich habe ein Geschenk erhalten. Muha. Ein Geschenk? Erhalten. Ja. Oh. Wer hat mir denn hier gerade... Nixtaful. Wie spricht man das aus? Nixtaful. Das darf er doch, glaube ich, gar nicht, oder? Hat mir 50.000 Simoleons geschickt. Das darf man aber nicht, wenn das der Kanzler mitbekommt. Oh oh, ich hoffe, der guckt dieses Video nicht. Scheiße, schickt er das ausgerechnet dem, der das auf. Ich gebe ja, das jetzt natürlich ein schönes Beispiel, genau, schenken darf man nicht, das heißt, auch wenn man irgendwie in die Pleite geht, muss man eben schreiben, dass man in Pleite geht, dass man Hilfe braucht. Da haben wir auch gleich die Überleitung dazu, wie läuft die Kommunikation. Also wir haben im Forum einen eigenen Bereich eingerichtet für Simpolis und da gibt es verschiedene Beiträge, die eben verschiedene Überschriften haben, um sich zurechtzufinden, wo muss was rein. Da gibt es Themen, wo man einfach im Kontakt bleibt, wo man miteinander sprechen kann, was finde ich gut vom Kanzler, was finde ich nicht gut vom Kanzler oder andere Themen, wo man schreibt, ich möchte gerne das beantragen und ein anderes Thema wiederum, wo die ganzen Regelungen reinkommen, wo die Entscheidungen des Kanzlers reinkommen. Also über diese einzelnen Beiträge läuft die Kommunikation und das hat jeder eingeladen, der an dem Projekt teilnimmt, da heftig zu diskutieren. Natürlich auch mit ein bisschen Spaß dran, das heißt, nur weil ich jetzt als zum Beispiel, ich als groß habe zum Beispiel die SPS, die sozialistische SimCity-Partei, und wenn ich dann zum Beispiel da losledere gegen den bürgerlichen Kanzler, hat das natürlich nur was mit dem Spiel zu tun und das ist eben der Reiz an der Sache. Über das Forum eben über einzelne Beiträge. Und wir haben einen eigenen TS-Bereich dafür eingerichtet, dass wir uns eben auch möglichst einmal am Tag, je nachdem, wie man Zeit und Lust hat, sich dann auch im TS halt trifft und darüber halt spricht. Macht im Großen und Ganzen einfach Spaß, wenn man da wirklich auch so politisch miteinander redet einfach. Genau, also ihr könnt das auch alles so wunderbar, ich nenne es jetzt mal affektiert, vonstatten gehen lassen und könnt mal so richtig euch benehmen, als wärt ihr Politiker. Ich glaube, das Ganze macht doch unglaublich Spaß. Also ich zum Beispiel macht doch Spaß. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an diese Spenden bekomme, denke, die ich jetzt gerade schon so zu 2000 Simoleons aufgebraucht habe. Könnte ich als Sozialist natürlich jetzt sagen, aha, da werden sich die Bürgerlichen wieder die Gelder hin und her schieben und korrumpieren. Ja. Das ist natürlich eine interessante Information für mich, die sich vielleicht auch im SimCity-Forum dann wiederfindet. Genau. Winke mit dem Zaunpfahl. Ich natürlich werde ich mir die 50.000 auf dem Konto aufheben, auch wenn ich gerade etwas drunter bin, aber ich nehme ja Steuern wieder ein und dann überlegen, wie gehe ich damit um. Genau. Ne? Was mache ich mit dem 50.000? Aber was kann ich denn jetzt zum Beispiel machen, wenn SimCity für mich zum Beispiel ganz neu ist? Soll es ja auch geben. Ich kenne das Spiel gar nicht, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, ich weiß noch nicht, wie das Einzelne so funktioniert und kann ich mir denn da im SimCity-Forum, ist jetzt glaube ich so eine lustige Frage, kann ich mir da im SimCity-Forum eigentlich auch Hilfe holen? Ganz überraschend, ja. Also wir sind wir sind eigentlich die größte deutsche Community, abgesehen vom offiziellen SimCity-Forum von Maxis, sind wir aber als reines Fan-Forum das größte.
mit den meisten Benutzern und den meisten Nutzern, die täglich auch online sind. Und wir haben einen ganz großen Bereich, wo einfach auch ganz viele Tipps und Tricks drin sind, wo verschiedene Guides drin sind, wie zum Beispiel, wie komme ich besser mit dem Verkehr zurecht, was ein großes Thema in SimCity ist. Haben wir da auch Hilfen drin, wie man zum Beispiel Straßen besser baut oder cleverer baut oder was muss man dann achten muss. Also wir haben einen sehr großen Tipps- und Tricks-Bereich und eben auch einen sehr großen Diskussionsbereich, wo man ganz viele Fragen auch einfach stellen kann und ganz viele Antworten auch findet. Genau, und da braucht man sich auch gar nicht schämen, weil dumme Fragen gibt es sowieso nicht. Das ist ja mal oft das Thema, dass dann irgendwie so eine Antwort oft kommt oder erwartet wird, so nach dem Motto, bist du ja echt so doof, für guck doch einfach. Nein, also das habe ich persönlich im SimCity-Forum einfach noch gar nicht gelesen. Also da wird ganz normal diskutiert, jeder ist auf einer gleichen Ebene, jeder fängt mal an. Und dann kann das Ganze natürlich auch funktionieren. Dann bleibt natürlich eine wichtige Frage. Mittlerweile gibt es ja so einige DLCs und mittlerweile auch ein Add-on für SimCity. Brauche ich das denn zwingend, um hier bei Simpolis mitzumachen? Oder reicht mir auch das Grundspiel? Es reicht auch das Grundspiel. Wir haben zum Beispiel verschiedene Gebäude auch nicht erlaubt, die aufzustellen. Also einfach, da kann es dann nicht freigeben. Zum Beispiel die französische Polizeiwache, weil einfach das Add-on dann, das DLC in dem Fall nicht so sehr verbreitet ist. Das braucht man an sich nicht. Nee. Auf keinen Fall. Jedenfalls nicht, um erfolgreich mitzuspielen. Also wer das nicht hat, dann braucht auch keine Bange haben, da mitspielen zu können. Alles klar. Also wie ihr hört, das Ganze ist im Grunde überhaupt gar kein Problem. Scheitern ist menschlich, falls es mal so sein sollte, ist alles überhaupt gar kein Problem. Wir sind ja keine bösen Menschen. Wichtig ist die Kommunikation, dass man eben auch schreibt, ich habe Geldprobleme, kann mir jemand Geld überweisen. Das ist dann kein Problem, man kann halt drüber sprechen. Wichtig ist da eben die Kommunikation. Genau, also ihr werdet jetzt nicht irgendwie aus dem Spiel rausgeschmissen, nur weil irgendwas vielleicht gerade nicht geklappt hat oder so. Nein, so ist das nicht. Die Kommentare, die dann eventuell so von offizieller Seite in Anführungsstrichen kommen, müsst ihr halt auch immer bedenken, wir tun so in dem Fall, als wären wir Politiker. Und die reißen sich ja auch gerne untereinander in der Öffentlichkeit gerne mal die Köpfe ab. Und wenn sie sich privat treffen, hört sich das dann Ganze komplett... Dann gehen sie Bier trinken. Ja, genau, dann das macht sich das man ja hier ganz genauso. Bloß halt, es ist aber ernst gemeint. Aber ist ja auch für euch die Möglichkeit... Huch, ich habe was umgeschmissen. Skandale. Aber ist auch für euch die Möglichkeit, einfach mal was auszuprobieren. Also wie gesagt, ich fand es zum Beispiel auch sehr lustig, wie gesagt, mal so ein Wahlprogramm zu schreiben und alles. Ist ganz witzig und so, bringt euch halt eine Möglichkeit. Ich fand der Lehrer. Das. Und bringt euch halt auch eine Möglichkeit, SimCity auch von einer neuen Perspektive aus mal wieder zu entdecken. Gehst du mal bitte von meinem Mikrofonkabel runter? Ich stehe da gar nicht drauf, du Mama! Siehst du, wie du da drauf stehst? So, danke. So. Jetzt ist der Störenfried hier neben mir auch wieder ruhig. Ja. So, aber einfach da weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Ja, es bietet euch halt eine komplett neue Möglichkeit. Wir machen das auch natürlich in Zusammenarbeit mit dem SimCity-Forum, mit dem wir, glaube ich, jetzt auch schon so 2 Monate oder noch länger auch schon verpartnert sind, in Anführungsstrichen. Wir haben uns trauen lassen, sagen wir mal so. Genau. Wie gesagt, wir arbeiten gerne mit denen zusammen. Wir stecken auch im engen Kontakt und so weiter. Wir stecken auch unter einer Decke. Aber es sind halt einfach gute Leute. Wenn ich das Kompliment hier mal so weitergeben darf. Danke. Und daher halt auch mal ein großes, großes Dankeschön, sich überhaupt so ein Projekt auszudenken, weil es meiner Meinung nach so mit das erste Projekt ist, was sich so auf dieser Ebene ausgedacht wurde. Ich habe vorher noch nichts Vergleichbares irgendwie gehört. Wie gesagt, solltet ihr Interesse haben, Fragen, was auch immer, wir sind für euch da. Fragt es ruhig in den Kommentaren. Oder schickt uns eine Nachricht auf YouTube oder geht ins SimCity-Forum, stellt da eure Fragen im Thread oder wenn ihr das lieber persönlich mögt, fragt einfach den Crossbow direkt per Nachricht oder den Hartz-IV. Die werden euch ziemlich schnell antworten und oder wir auch. Und dann habt ihr eure Antwort und könnt halt einfach mal schauen, ob das was für euch ist und ob ihr mitmachen möchtet. Der Lustig kann auch einfach mal im TS vorbeikommen und einfach auch da mal nachfragen. Also TS, TeamSpeak, ja. Und einfach mal vorbeikommen und nachfragen. So. Wie sieht das denn aus, wenn ich von mir selber aus sage, ich weiß noch nicht, ob das so mein Ding ist, ich will es mal ausprobieren. Gibt es da die Möglichkeit, dass ich das erstmal so teste?
Also das haben wir erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal zusammengefunden zu einem kleinen Kreis, die da wirklich Lust zu haben und das machen. Und wie du schon sagtest, ist das ja erstmal eine Testphase, wenn wir auch daraus lernen, auch Feedback erhalten. Also auch jeder, der hier zuschaut, kann natürlich auch schreiben, Mensch, habt ihr noch die und die Idee dazu. Hm. Und wir wollen es natürlich auch größer machen. Wir sind jetzt erstmal in einer relativ kleinen Region, aber natürlich die Idee ist dahinter auch, das irgendwann mal in einer 16er-Karte zu machen oder sowas mit ganz vielen Mitspielern zum Beispiel. Und da ist vielleicht dann eher mal die Chance auch zu testen in einem Cluster oder sowas. Aber jetzt hier erstmal dem Spiel, sondern wirklich eher Leute mitmachen, die da wirklich die austesten wollen, sondern wirklich Bock haben mitzumachen. Ja, genau. Genau. Falls oder der Bock halt da mal weg ist, wirklich auch die Stadt aufgeben, weil das ist mir ein Anliegen. Genau. Oder halt zumindest Minimum, sagen wir mal, eine Woche durchhalten, bis halt der neue Kanzler gewählt wird, dass man nicht mittendrin so einfach aufhört oder nach 5 Stunden sagt so, oh, nee. Kein Bock mehr. Mhm. Also ihr habt da halt auch eine gewisse Verantwortung und nicht einfach mal hier so ausprobieren und dann wieder wegschmeißen. Aber es gibt genug Informationen, wo ihr halt einfach mal schauen könnt. Dann gibt es eigentlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage, wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Also wie viel Zeit muss ich mitbringen oder haben, um das Ganze wirklich gewissenhaft oder im Sinne der Erfinder, sagen wir mal, da mitzuwirken? Also auf was muss ich mich einlassen? Die Frage ist schwierig zu beantworten. Also wenn man eben, das ist besser, wenn man, sagen wir mal, alle 2 Tage ein paar Stunden spielt, als wenn man einmal am Stück viel spielt, weil sich natürlich ganz viel entwickelt. Also jeden Tag kommen neue Regeln, die man entweder umsetzen muss oder umsetzen kann. Und das ist natürlich am besten, wenn man wirklich alle 1-2 Tage mal reinguckt und eben mal 2 Stündchen das Spiel mal spielt. Also auf jeden Fall, ja, es gibt da keine genaue Regel. Wir können es auch keinem vorschreiben, weil wir natürlich im Gegenzug auch keiner aus den Regionen rausschmeißen können im Sinne. Mhm. Wir sind da auch ein bisschen dann darauf angewiesen, dass auch jeder, der mitspielt, da in gewisser Weise auch vernünftig ist. Und also ich würde mal sagen, so alle 2 Tage so ein paar Stündchen sollte schon drin sein im Spiel. Genau. Ja, dann können wir eigentlich nur noch mal zusammenfassen. Ihr habt durch diese neue Erfindung hier sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, aber auch sehr, sehr viel mehr neue Anstrengungen oder die das Spiel halt auch einfach wieder viel, viel interessanter machen, weil gerade meine Seite hat ja sehr oft bemängelt, dass die Langzeitmotivation doch öfter mal etwas leidet bei SimCity. Ist hier aber wie gesagt ganz, ganz schön, weil erstmal spielt ihr mit mehreren zusammen und nicht ganz alleine in der Region. Fragen ja wie gesagt auch mal viele nach, ob sie nicht mit anderen in der Region zusammenspielen können. Ihr habt aber auch einfach wieder so ein bisschen die Anstrengung drin, dass ihr halt nachdenken müsst und eigentlich einfach hier so, ich knall alles hin und mach meine Stadt voll und mecker dann darüber, dass die Stadtgrenzen nicht groß genug sind. Nein, ihr habt halt einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, aber halt auch Begrenzungen und das macht das ganze Spiel einfach nochmal interessanter und wie die Amis gerne sagen, so ein bisschen challenging. Aber ansonsten... Neudeutsch. Ja, genau, Neudeutsch. Einfach mal ein paar Anglizismen mit reingebracht. So zum Abschluss nochmal. Soll ich sonst noch irgendetwas erklären oder möchtet ihr beide euch noch ein wenig selbst beweihräuchern, nachdem man hauptsächlich jetzt gerade meine wunderbare Stimme gehört hat? Ich möchte gerne beweihräuchert werden über mein wohldurchdachtes Straßenkonzept. Ein bisschen pervers. Auf jeden Fall hätte ich das Projekt besser nicht, selbst nicht besser vorstellen können. Also danke schon mal an der Stelle. Dankeschön. Also wie gesagt, ich glaube, es heißt, wird wahrscheinlich auch so heißen. Das Ganze ist Simpolis. Informationen gibt es über das SimCity-Forum. Das ist auch nochmal bei uns unten in der Infobox verlinkt. Genau. Wir werden es auch am besten nochmal in so eine Plop-Form da oben irgendwie reinmachen, direkt mit Link. Könnt ihr danach schauen. Fragen könnt ihr gerne stellen, selbst wenn sie für euch vielleicht doof klingen. Es gibt keine doofen Fragen. Einfach nachfragen, so viel ihr möchtet. Wir sind immer für euch erreichbar. Wir antworten ziemlich schnell, egal wen ihr fragt, ob es im SimCity-Forum oder uns. Probiert's einfach aus. Es gibt wirklich viele, viele neue Möglichkeiten, viel mehr Spaß und viel mehr Herausforderungen. Das Ganze hat Vorteile ohne Ende, weil ihr spielt endlich mal schön im Team und alle zusammen. Und der große Spaß ist natürlich, wir haben eine Demokratie, wir wählen immer wieder, das Ganze ist interaktiv. Und ihr könnt euch viele Sachen ausdenken, für die ihr steht oder für die ihr stehen möchtet. Könnt euch Wahlprogramme ausdenken, könnt mal richtig mitarbeiten und die Stadt immer wieder ummodellieren. Nichts bleibt, wie es gerade mal so war. Es ändert sich ständig, mindestens einmal pro Woche. Und ansonsten
möchte ich mich nochmal bei euch beiden bedanken. Ihr wart schöne Mitspieler für diesen Moment. Oder der... Ich habe ja auch schön die Fresse gehalten. Ja, genau. Es wird besser, wenn er die Fresse hält. Das magst du gerne, ne? Wenn, ja, der Alte endlich mal die Klappe hält. Genau. Endlich mal hält er die Fresse, ja, ey. Ganze Tag läuft und quatscht der durch. Übrigens möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ankündigen, dass wir jetzt öfter auch aus Sympolis berichten werden. Ich hoffe auch, dass ich ab und zu mal eins unterschiedliche Gäste aus der Region hier auf dem Kanal begrüßen darf, die, mit denen wir dann mal so ein bisschen diskutieren können über, also vielleicht sogar politisch diskutieren, ja, können, genau, über Regelungen, die hier getroffen wurden und die natürlich alle ganz schrecklich sind und mit denen wir überhaupt nicht einverstanden sind. Das wäre wirklich lustig. Also wenn der Crossco sich dazu bereit erklären würde, der kann das ja offensichtlich hervorragend. Also ja, wir können gerne mal politisch diskutieren. Hervorragend. Also ne, wir haben das ja schon mitverfolgt. Also das klingt schon sehr vielversprechend. Ich glaube, es ist mal echt lustig, wenn wir das mal so ein bisschen... Ja, und der Spaß steht im Vordergrund auch für alle Beteiligten und darum geht es ja auch eigentlich. Dann nennen wir das Ganze irgendwie hier Maybrit Zimler oder so. Maybrit Zimler. Genau. Das war schön. Oder Sympolis Direktor. Ja, genau. Oder Simso. Angelehnt an Wieso. Von ZDF. Auch nicht schlecht. Ja. SDF hier, ne? Sinddeutscher Rundfunk. Auch geil. So. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden den Crossbow noch öfter hören. Er wird uns immer wieder zu Fragen oder Neuerungen oder was auch immer zur Verfügung stehen. Ich hoffe, wir kriegen den Hartz IV auch noch mal ein wenig vor. Ja, der scheut sich ja noch so ein bisschen. Ja, und natürlich, ist schüchtern. Und natürlich versucht, diese Stadt noch zu beanspruchen. Wir haben hier noch einen freien Platz in dieser Region. Ich denke mal, im Laufe der Zeit wird vielleicht auch die ein oder andere Stadt noch mal frei werden, dass dann noch mal jemand nachrücken kann. Also behaltet das mal im Auge. Und ich denke, es wird auch weitere Projekte, die genauso sind wie Sympolis, geben. Das auf jeden Fall. Und ja, also wenn ihr Bock hättet auf sowas, meldet euch im SimCity Forum. Genau. Genau. Ja, und ansonsten würde ich eigentlich sagen, sind wir fertig, oder? Wir sind fertig wie Schnitzel für diese Woche. Ja, fertig wie Schnitzel. Ganz dünn und von beiden Seiten bekloppt. So, jedenfalls, ja, dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und nochmal danke an den Crossco, dass er so lieb war, sich zur Verfügung immer zu stellen. Gerne. Und sein tolles Projekt, das er mit dem Hartz IV zusammen erfunden hat, vorzustellen. Ja, und wir hoffen auf positive und zahlreiche Resonanz natürlich von euch. Aber natürlich auch für Kritik sind wir jederzeit offen oder für Verbesserungsvorschläge, Erweiterungsvorschläge, was auch immer. Ja, und ansonsten verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen, ne? Alles klar. Jo, macht's gut. Tschüss.